Es freut mich, dass Sie sich näher für Ihren Wirkstoff Methotrexat, kurz MTX, interessieren. Wir wollen gleich einmal einsteigen, denn der Wirkstoff findet hauptsächlich Anwendung bei der Behandlung der Arthritis oder der Unterform Rheuma. Er wird auch gerne angewandt bei der Schuppenflechte, bei der Psoriasis oder aber auch bei Darmerkrankungen. Und nun möchte ich als allererstes auf das Wichtigste hinweisen, was Sie nochmal zu Ihrem Wirkstoff wissen sollten. Denn der Wirkstoff Methotrexat, ich gehe jetzt hier hauptsächlich auf die Tablettenform ein, der wird einmal pro Woche eingenommen und das ist eine Information, die wird Ihnen Ihr Arzt gegeben haben und die ist sehr relevant, denn es gab in der Vergangenheit auch einzelne Fälle, bei denen das MTX täglich eingenommen wurde und dadurch steigt das Risiko für Nebenwirkungen erheblich an und das heißt, das ist die Information, die Sie sicher haben, aber die auch wirklich die wichtigste zum MTX ist. Als nächstes zur Einnahme. Sie sollten den Wirkstoff mit einem zeitlichen Abstand zum Essen einnehmen. Das heißt, am besten nehmen Sie ihn abends ein, denn das Risiko dafür, dass Ihr Wirkstoff Nebenwirkungen entwickelt, ist besonders kurz nach der Tabletteneinnahme am höchsten. Und wenn Sie ihn nun abends einnehmen, dann ist es häufig so, dass Sie die Nebenwirkungen, die eventuell bei Ihnen in den ersten paar Stunden auftreten, wie zum Beispiel Schwindel oder etwas Übelkeit oder auch Bauchschmerzen, in dem Fall überschlafen. Bei bestimmten Getränken sollten Sie als MTX-Patient vorsichtig sein. Als erstes sei hier der Alkohol zu nennen. Sie sollten, wenn möglich, unter der Therapie, egal ob Tabletten oder Spritzen, keinen Alkohol konsumieren. Der Grund dafür liegt darin, dass das Methotrexat auf Ihre Leber gehen kann. Und wenn Sie nun einen weiteren Stoff, der Ihre Leber schädigen kann, sprich der Alkohol, zusätzlich einnehmen, dann ist das Risiko für Leberprobleme erhöht. Wenn Sie das nun nicht können, aus welchen Gründen auch immer, dann sprechen Sie dies bitte ganz offen bei Ihrem Arzt an. Der muss unbedingt davon wissen, damit Ihre Leberwerte engmaschig kontrolliert werden. Als zweites einmal zum Thema Kaffee, grüner Tee oder auch schwarzer Tee. In diesen drei Getränken ist Koffein enthalten. Das gilt auch für diese Energy Drinks. Und das Koffein, das kann dazu führen, dass Ihr Methotrexat nicht so gut wirksam ist. Das heißt, bestenfalls meiden Sie diese Getränke auch. Die eine Tasse Kaffee am Tag wird vermutlich keine Auswirkungen haben. Aber wenn Sie nun diese eine Tasse Kaffee als Beispiel am Tag konsumieren und merken, dass Ihr MTX nicht wirklich anschlägt, dann kann es an dieser Tasse liegen und dann sollten Sie es auf jeden Fall ohne ausprobieren, denn hier kann es zu dieser Wechselwirkung gekommen sein. Als nächstes, was auch noch wichtig ist, wird Ihr Arzt Ihnen vermutlich Folsäure verordnet haben, so etwa bei 5 bis 10 Milligramm. Falls das nicht geschehen ist, sprechen Sie ihn bitte noch einmal darauf an, denn die Folsäure, die würde gerne eingenommen, um bestimmte Nebenwirkungen abzumildern. Für Sie ist wichtig, dass Sie diese Folsäure nie zusammen mit dem MTX einnehmen sollen, denn wenn Sie das machen würden, dann kann die Folsäure die Wirkung des Methotrexats verhindern. Für Sie heißt das, Sie haben einen Wochentag, an dem Sie das MTX einnehmen und einen Tag später, 24 Stunden später ist so das Optimum, nehmen Sie dann die Folsäure ein. Dieser Abstand ist so optimal gewählt, weil dadurch die Folsäure die MTX-Wirkung nicht mehr hemmen kann, aber noch in einem Zeitraum gegeben wird, in dem, wenn überhaupt, die meisten Nebenwirkungen eintreten. Denken Sie bitte auch immer an Vitaminpräparate, denn auch in Vitaminpräparaten ist Folsäure häufig enthalten und auch da sollten Sie bestenfalls einen Abstand von 24 Stunden halten. Das war es jetzt ganz kurz und bündig zu Ihrem Methotrexat, kurz MTX. Wenn Sie nun ein wenig mehr Zeit haben und etwas genauer einsteigen möchten, wenn Sie wissen möchten, wie wirkt mein Methotrexat eigentlich im Körper, welche Nebenwirkungen gibt es zu beachten, bei welchen Symptomen,
sollte ich dann auch den Arzt aufsuchen oder aber auch, wenn Sie etwas zur Wechselwirkung hören möchten, zum Beispiel, welche Schmerzmittel in der Selbstmedikation sind für Sie am besten, dann lege ich Ihnen wie immer mein Video aus der Intensivreihe ans Herz. Den Link lege ich einmal hier oben rein und hier unten in die Infobox. Und wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann freue ich mich wie immer sehr über einen Daumen nach oben. Ich lade Sie auch herzlich dazu ein, meinen Kanal zu abonnieren und ansonsten sage ich bis bald. Tschüss.